Wir sind ein ganzes Stück näher gekommen, denn dieser Prototyp beantwortet halt ganz explizit eine Fragestellung. Ein Problem wurde gelöst. Der Austausch mit den Studenten oder Studierenden, die wirklich ja völlig unverblümt auf so ein Thema gucken und noch nicht diese Betriebsblindheit haben, er bringt einfach echt tolle Erkenntnisse und man könnte im Prinzip jetzt direkt anfangen zu arbeiten. Das ist erstmal ein super tolles Ergebnis. Ziel war es, die alte Datenbank von der Bauer Media, die wir bekommen haben, mit den Rezepten und den Bildern, im Endeffekt in eine neue Datenbank zu überführen, mit denen wir dann halt besser arbeiten können, um dann sie intelligenter nutzen zu können für Machine Learning Algorithmen. Also quasi von einer unintelligenten Datenbank zur intelligenten Datenbank.